Jojo, meine Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von OMSI 2, den Omnibus Simulator, heute unterwegs mit dem Mercedes-Benz Citaro C2 Euro 5 in der Überland-Variante als Gelenkbus. Ja, ich habe gedacht, wir fahren kurz mal eine Runde krummen ab mit dem schönen Fahrzeug. Das ist auch schon wieder über ein Jahr her eigentlich, wo wir das Fahrzeug mal im Video gefahren sind. Haben wir gedacht, fahren wir den einfach mal, weil es ist ja auch ein schickes Fahrzeug. Ja, genau. Sagen, schwingen wir uns rein. Melden uns an. Und dann geht das auch schon alles los. Mal schnell nochmal ein bisschen Sitz einstellen. Wo hat denn der Taster hier? Ach, der hat den hier. Alles klar. So. Machen wir so. Ja. Genau, so. Mal Anmeldung. Start 9999 übernehmen. So, Linie 6 fahren wir. Geht relativ schnell. Na, jetzt wieder verbuggt. Jetzt ins. Ne? Oh, hallo. Oh, warum ist denn das so dumm hier? Normalerweise müsste es ja eigentlich wechseln. Theoretisch. Müssen es mal andersrum machen. Jetzt, ja, jetzt geht's auch wieder. So. 6, 1. Geht's um 12:40 Uhr los. 39. Genau. Karte können wir runternehmen. Abfahrt. Gang ist noch nicht drin. Lange nicht mehr gefahren, das Fahrzeug. Ey. Ist auch sehr cool. Also, der Euro 5 vom Dashboard hier finde ich sehr, sehr schick. Die anderen sind auch schick. So irgendwie, aber da ist das von der C2-Familie ein bisschen besser. Sagen. Ich wundere, dass Atom piepen, bis jetzt bei Abfahrt ist. Ist normal. In Berlin haben die es sich da so bestellt. Lass mal kurz wieder ins Fahrzeug gewöhnen. Ey, ich lange nicht mehr gefahren. Schon wieder ein bisschen her, wie gesagt. Genau. So, wollt ihr mit oder wollt ihr nicht mit? Ach, hinten einsteigen. Alles klar. Oder auch nicht. Gut. Abfahrt. Ja, vor der Achse poltert ein bisschen. Ah, ist normal. Mir rechts rein. Ich hoffe, man versteht mich. Ey, es poltert ja übelst, jo. Aber ich habe OMSI eigentlich schon leiser gestellt. Also von daher sollte es ja, denke ich, funktionieren alles. Ja, dass es gerade so ein bisschen am Rumhängen ist, sage ich mal, liegt daran, weil ich eben gerade OMSI erst gestartet habe. Immer wenn man eine Runde gefahren ist, dann läuft es eigentlich echt gut hier. Aber naja, egal. So, guten Tag. Hallo.
wir hier mal mit Kollisionen fahren, ey, das könnte interessant werden. Schneide oben die Kurve, sag ich mal, wenn da ein Auto steht, ist das ganz schön eng immer. Und jetzt gleich hier dieser Rechtsknick. Der ist sowieso schon mit Gelenk, muss ganz schön eng. Ja, oh mein Gott. Huch. Mal Absatz. Mal schauen. Aber schaut ja ganz gut aus. Die Tonnen stehen halt nicht draußen, deswegen geht's. War eben ein Bordstein. Ah, das hat gepasst alles. ZF, weg oder? Weg, Quatsch. So. Ja, so ist eines der schönsten Maps. Wie gesagt, Krummenab 2019, falls er fragt, das ist die Map. Könnt euch eine Webdisk runterladen. Nee, die Tür ist auf. Aber wenn keiner raus sieht. Panzig. Alles klar. By the way, das ist übrigens immer noch ein Filter drin. Können wir Filter ausmachen, sieht das Ganze echt grauenhaft aus. Könnt euch, gibt einfach mal ein Omni 2 Speak Fix und dann gibt es auch bei Train Omni TV eine schöne Anleitung, wie man das Ganze installiert. Könnt euch gerne angucken, das sieht ja auch schon mal wieder ein Stückchen besser aus. Also die Texturen sind ja schärfer, nicht mehr so verwaschen. Ja. Guten Tag. Healing. Abfahrt. Hier ist noch ein bisschen eng. Aber das passt alles. Ein bisschen früh angehalten, aber ist ja nicht schlimm. Ja, ich bin sonst immer auf dem Wiener M-Man unterwegs, aber der ist ja gerade in der Werkstatt heute, deswegen ich habe mal den bekommen. Genau. Wie gesagt, immer nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst dann mal gerne ein Abo da und dann auch oben. Nicht vergessen, über jedes Abo freue ich mich und über jeden Like. Genau. Haltewunsch. Zeig mal eine Zeit. Das war ein bisschen zu schnell hier. Mal auf das Schild aufpassen. Oh, das passt doch hier alles. Genau. Kickdown! Aber mit 30 über der Autobahn. So, würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da nach oben. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.